Willkommen zurück hier im Studio Z. Heute werden wir sportlich und ja, auch ein bisschen traurig. Der letzte Tag von Hanno Behrens. Zurück vom Urlaub, zurück in Nürnberg, aber es geht direkt los heute Abend. Ab nach Rostock. Unser Ex-Kapitano vom 1. FC Nürnberg hat bei Hansa Rostock unterschrieben und spielt ab sofort für die Nordlichter. Schade, trotz alledem freue ich mich sehr für Hanno und ich freue mich, dass er uns das Interview heute nochmal gegeben hat. Und das Interview wollt ihr natürlich sehen und das seht ihr jetzt und hier bei Studio Z im Talk. Hanno. Pico. Im Urlaub gewesen, in Griechenland, zurück in Nürnberg, allerdings nur für einen Tag. Heute geht es schon ab nach Rostock, das neue Fußballziel, die neue Heimat ruft. Erzähl mal, wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's gut, hab den Urlaub genossen, war jetzt ja, schön. Ist immer schön, wenn man nach der Saison dann ein paar Tage für sich hat, ein paar Wochen in Urlaub fliegen kann. War erst in Portugal surfen mit ein paar Kumpels, dann mit der Freundin noch in Griechenland, von daher geht's mir gerade sehr, sehr gut. Wehmut nach dem Clubende? Ja, Wehmut ist immer ein sehr, sehr großes Wort, finde ich. Ist natürlich irgendwo schade, dass es zu Ende geht, weil es auch sehr, ja, sehr schöne Jahre insgesamt für mich war. Ich habe mich immer hier in der Stadt sehr wohl gefühlt. Ja, wie gesagt, emotionale Jahre, am Ende größtenteils sehr schöne Jahre. Aber jetzt freue ich mich dann auch auf die neue Geschichte. Am Ende lief es halt nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch das Richtige, dass dann nochmal ein Neuanfang kommt. Der Abschied von Nürnberg, vom Club, leise und nicht unbedingt schön. Ja, ich hätte mir ein Spiel natürlich nochmal mit den Zuschauern gewünscht, dass man sich da von den Fans nochmal verabschieden kann. Das war für mich immer das Größte, Max-Morgan-Stadion zu spielen am Spieltag. Wenn es dann viele Zuschauer da waren, ist sehr schade, dass es jetzt nicht möglich war, sich von den Fans nochmal zu verabschieden. Aber ich glaube, dass wir da trotzdem mit dem Club ja, haben wir eine kleine Verabschiedungsrunde gehabt, dass wir das fast schon ganz gut hinbekommen haben. Hat dir am Ende die Wertschätzung und die Rückendeckung gefehlt? Ja, es ist, glaube ich, war ein kompliziertes Jahr für mich. Fing an in der Vorbereitung schon mit einer Verletzung. Dann musste ich mich wieder reinkämpfen, dann kam wieder eine Verletzung dazu. Ich glaube, dass man am Ende dann der Verein entschieden hat, dass sie einen neuen Weg gehen wollen jetzt ab der neuen Saison. Und das ist, ja, so läuft es im Profigeschäft. War natürlich zwischendurch dann frustrierend für mich, dass ich ja, nicht mehr die Chance hatte, gefühlt mich reinzukämpfen. Aber so läuft das. Ich habe da jetzt mit abgehakt und schaue jetzt nach vorne. Was waren deine Highlights beim Club? Was hast du da spontan als erstes in Erinnerung? Ja, natürlich zuerst der Aufstieg. Wenn ich daran ja, zurückdenke, kriege ich immer Gänsehaut. Das war der große Traum, das Ziel auch, als ich nach Nürnberg gekommen bin und dem Club aufzusteigen. Da ist natürlich der Aufstieg ja, steht ganz, ganz oben. Auch im ersten Jahr der Relegation. Das war eine super Saison. 65 Punkte geholt. Da hätten wir es, glaube ich, verdient gehabt aufzusteigen, hat am Ende dann ja nicht viel gefehlt, aber in der Relegation waren wir dann nicht die bessere, war Frankfurt die bessere Mannschaft. War schade damals, weil wir, glaube ich, eine sehr gute Mannschaft hatten. Ansonsten habe ich super Menschen kennengelernt, hier neue Freunde gewonnen, ja, meine Freundin hier kennengelernt. Das war insgesamt ja, eine sehr schöne, aufregende Zeit hier. Ja. Du hast beim HSV bei den Amateuren gespielt, dann bei den Profis, dann bist du nach Darmstadt gewechselt und dann kamst du zum Club. Genau. Dein Lieblingstrainer oder der Trainer, der dich am meisten geprägt hat in der Zeit? Ja, ich hatte viele spannende Trainer, viele verschiedene Persönlichkeiten. Ein Trainer, von dem ich, glaube ich, viel auch lernen konnte, den ich so noch nicht erlebt habe, war Michael Kölner auch. Ja, habe immer noch Kontakt zu ihm, das hat man nicht mit vielen Trainern, aber er ist einfach ein ja, cooler Typ, sehr authentisch, zieht sein Ding immer durch, auch wenn da der eine andere Spieler vielleicht mal über ihn gelacht hat. Er hat immer sein Ding durchgezogen und ja, war schon eine prägende Zeit mit ihm. Und du sprichst von Michael Kölner, den haben wir natürlich auch vor dem Interview kontaktiert und ihm gesagt, dass wir noch ein Interview mit dir haben und was dein Ex-Trainer hier zu sagen hat, da schauen wir jetzt mal rein. Servus Capitano, auch von meiner Seite alles, alles Gute für deine neue Station. Ja, ich denke an unsere gemeinsame Zeit natürlich sehr, sehr gerne zurück. Ich weiß nicht, ob du dich nur erinnerst an unsere erste Begegnung bei der Weihnachtsfeier, du warst 15, beim Gutmann.
Ja, da habe ich dich mehr oder weniger dann schon auserkoren für das Kapitänsamt. Und ja, wir haben eine tolle Zeit erlebt. Du warst auch ein Gesicht unseres Erfolges, unserer Mannschaft, unseres Vereins. Und ja, und hast den Club sicherlich geprägt in den Jahren, wo du hier warst. Und ja, viele Momente haben wir erlebt mit den Fans in den Stadien. Aber auch drumherum, glaube ich, haben wir viele tolle Momente erlebt. Also ich denke an den Moment im Trainingslager in Nordschaps, gerne zurück, wo wir unten in Köln mal etwas länger ja, gefeiert haben oder verbracht haben. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute bei der Kogge. Jetzt bist du wieder am Meer, jetzt bist du wieder zurück an der See, da war Nordmann hingehört. Und ja, da wirst du dich sicherlich wohlfühlen und auch, bin mir sicher, auch Hansa prägen mit deiner Art, wie du Fußball spielst und vor allem mit deiner Art, wie du bist. Alles, alles Gute, Hanno, bis bald mal. Eine Einladung steht ja noch aus. Und dann sehen wir uns, gell? Mach's gut. Servus, dein Trainer. Tolle Nachricht, oder? Ja, hat mich sehr gefreut, Michael, ja, wieder wie er ist. Tolle Nachricht. Also freut mich immer, was von ihm zu hören, aber noch mit Kontakt mit ihm. Und ja, die Einladung hat er gerade ausgesprochen. Werde ich dann demnächst annehmen. Es gab auch eine Zeit, letztes Jahr, ich erinnere mich, wo Anfeindungen bezüglich deiner Person und Lukas Mühl ganz, ganz böse unter die Gürtellinie gegangen sind. Wie hast du das mittlerweile verarbeitet und was ist da hängen geblieben bei dir? Ja, es ist, glaube ich, nicht viel hängen geblieben. Natürlich ist das eine sehr unschöne Geschichte, wurde auch schon viel thematisiert und ja, ich habe wenig Verständnis für sowas. Also das müssen schon absolute Vollidioten oder ein Vollidiot sein, der sowas macht. Ich finde es auch extrem feige, irgendwo solche Plakate aufzuhängen. Aber manche Leute sind so, die kriegen es nicht hin, dir das ins Gesicht zu sagen, dann ja, machen sie es auf solchen Wegen. Aber ich habe damit ja, völlig abgehakt. Also da ist jetzt nichts irgendwie hängen geblieben, dass ich jetzt irgendwie traurig bin oder irgendwas. Aber es ist einfach ja, schade zu. Trotzdem schade natürlich, dass solche Dinge passieren überhaupt. Wie siehst du die Rolle der sozialen Medien in dem Fall? Auch eher kritisch oder wie würdest du das beurteilen? Ja, ich glaube schon auch. Man sieht, dass viele diese sozialen Medien nutzen, die Anonymität des Internets, um da irgendwie ihren Scheiß loszuwerden, Menschen zu beleidigen. Und das ist oft ja, schon sehr unter der Gürtellinie, sehr respektlos. Das sind auf jeden Fall die Schattenseiten der ganzen Geschichte der sozialen Medien. Deswegen ja, muss man das, glaube ich, schon mittlerweile auch sehr kritisch beobachten, gerade als Mensch, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht, ja, wird sicherlich jeder solche Nachrichten bekommen. Muss man, glaube ich, drüber hinwegblicken, aber trotzdem ist es, glaube ich, immer wichtig, auch dagegen ja, gegen anzugehen. Du warst 6 Jahre in Nürnberg Stammspieler, du warst der Aufstiegsheld, einer der Aufstiegshelden, du warst Kapitän des ersten FC Nürnberg. Am Ende, ein hartes Wort, aber es trifft leider zu, warst du Bankdrücker. Wie gehen wir damit um? Ja, es war natürlich unschön. Wie gesagt, zwischendrin dann war ich auch sehr frustriert, weil wir, glaube ich, nicht so gut gespielt haben als Mannschaft. Und dann ja, hatte ich trotzdem nicht mehr die Chance, aus meiner Sicht da reinzukommen. Aber so läuft das Profigeschäft. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, man wollte jetzt nochmal einen Cut machen, möchte da neue Wege als Verein gehen. Am Ende habe ich mich im Training versucht reinzuhauen, mich anzubieten. Aber ja, das ist am Ende das, was man, glaube ich, als Spieler immer bringen muss. Der Verein bezahlt dich trotzdem und ich habe mich da nicht hängen lassen, habe trotzdem Gas gegeben und versucht auch die Jungs dann weiterhin zu unterstützen neben dem Platz. Es ist kein großes Geheimnis, du hast Nürnberg, glaube ich, kennen und lieben gelernt in 6 Jahren. Was wird dir fehlen an Nürnberg? Ja, Nürnberg ist eine sehr schöne Stadt, auf jeden Fall. Man kann hier sehr gut essen gehen, wird mir einiges fehlen. Habe super Menschen kennengelernt hier. Wie gesagt, man kann gut essen gehen und ich glaube, die Sonne für mich als Norddeutschen ist es hier schon was anderes. Hier scheint die Sonne häufiger. Das wird mir, glaube ich, ja, jetzt in Zukunft schon fehlen. Hansa Rostock, die neue Aufgabe. Wie gesagt, heute Abend geht schon los. Hast uns oder mir noch das Interview, das letzte Interview hier aus Nürnberg zugesprochen und da freue ich mich sehr, sehr drüber. Wie gesagt, heute geht's los und dann in 2, 3 Tagen schon der Trainingsauftakt in Rostock. Welche Ziele setzt du dir da in Rostock? Du möchtest dir mit Sicherheit auch nochmal selbst beweisen und eben auch deinen Kritikern. Ja, ich möchte natürlich erfolgreich sein mit der Mannschaft. Das ist das Wichtigste. Am Ende möchte ich persönlich ja, natürlich spielen. Ja, ein paar Tore schießen am liebsten wieder. Das ist das Schönste am Fußball. Aber mir geht es am Ende darum, einfach mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Ich bin jetzt
31 in die Champions League wird es nicht mehr gehen, deswegen ja, möchte ich jetzt noch zwei, drei gute Jahre haben und Spaß haben mit der Mannschaft, Erfolg mit der Mannschaft. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du hast einen Einjahresvertrag mit einer Option für ein weiteres Jahr, soweit ich das mitbekomme. Welche Zielsetzung hast du für dich da jetzt? Für mich persönlich natürlich, dass ich ja, Stammspieler, dass ich spiele, möchte den Jungs weiterhelfen. Ich glaube, dafür hat man mich auch geholt, dass ich mit meiner Erfahrung da auch vorangehe, dem Team helfe. Ich glaube, dass Hansa eine gute Mannschaft hat. Gerade vom Teamgefüge sehr, sehr gute Jungs, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Ich weiß, wie schwer das ist, aus der dritten Liga aufzusteigen. Daher muss eine gute Mannschaft sein und das ja, war auch ein Grund dafür, warum ich dann am Ende nach Rostock gehen wollte. Wer dich kennt, der weiß, du bist ein sehr weltoffener Typ, viel im Ausland unterwegs, surfen, dein zweites großes oder dein Hobby, dein großes Hobby, glaube ich, oder deine große Leidenschaft. Man hätte sich jetzt auch vorstellen können, den Hanno, den zieht nach Australien oder sonst irgendwo in die Welt. Was hat jetzt dagegen gesprochen? War es dann das Angebot von Rostock? Ja, es war auf jeden Fall eine Option. Ich habe da schon drüber nachgedacht, auch sehr konkret, war schon immer in den Gedanken, aber gerade jetzt nach der Corona-Zeit ohne Zuschauer, da wollte ich doch nochmal das Feuer mitnehmen. Ich hoffe, dass man die nächste Saison jetzt mit Zuschauern anfängt, dass ja, es wie früher ist, dass die Stadien voll sind. Ich glaube, das hat man in wenigen Ländern so wie in Deutschland und das wollte ich einfach jetzt nochmal komplett mitnehmen. Und mal schauen, Ausland wird dann, denke ich, früher oder später doch nochmal Thema werden. Wie wichtig ist es für dich, neben dem Fußball auch andere Schwerpunkte im Leben zu haben? Ja, ist sehr wichtig. Ich finde, oder für mich ist Fußball natürlich irgendwo beruflich und ja, auch ist eine große Leidenschaft natürlich, die Nummer eins. Schon Mittelpunkt, aber trotzdem lernt man jetzt auch, wenn man viele Jahre weg ist von zu Hause, wie wichtig die Familie ist. Wie wichtig es da ist, zu Freunden den Kontakt zu pflegen. Ja, es gibt viele Dinge außer dem Fußball. Deswegen ja, weiß ich auch noch nicht, ob ich jetzt nach der aktiven Karriere unbedingt im Fußballgeschäft bleiben möchte. Es könnte gut passieren. Vielleicht wird es aber auch was anderes. Also es ist ganz offen. Du bist ja auch ein alter Hase jetzt mit 31 im Fußballgeschäft. Wie hat sich der Fußball in den letzten Jahren oder im Laufe der Zeit verändert? ich. Boah, das ist eine ganz komplexe Frage. Ich glaube, dass der Fußball sich schon verändert hat, besonders neben dem Platz. Sehr viel ja, durch die sozialen Medien als auch Medienpräsenz wird immer mehr. Meine ersten Jahre in der Karriere habe ich mich nicht so beobachtet gefühlt. Das ist jetzt ja, immer mehr geworden. Ich glaube, ja, die Leute schauen, was die Fußballer machen. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, fühlt man sich ein bisschen doch irgendwo beobachtet, oftmals. Aber ich glaube, dass das einfach zu diesem Geschäft dazugehört, dass das jetzt auch in der Zukunft nicht weniger werden wird. Da muss sich jeder Fußballer, glaube ich, darauf einstellen. Was magst du am Fußball ganz besonders und was geht dir so richtig auf den Wecker? Ganz besonders mag ich ja die Emotionen, die mit dem Fußball kommen. Ich glaube, diese Freude, die die Fans haben, wir als Spieler, wenn wir Tore schießen, wenn die Mannschaft gewinnt. Das hat man eigentlich nur beim Fußball. Nirgendwo sonst geht man so in Ekstase. So geht es, glaube ich, zumindest allen Fußballern. Was ich am Fußball gar nicht mag, ja, ist dann irgendwo auch das, was ich eben gesagt habe, so das Ganze drumherum, dass man oftmals ja, nur als Fußballer gesehen wird, dass man sich ja, beobachtet fühlt oder auch sich gewisse Verhaltensmuster ja, anpassen muss, weil man sonst ja, schräg angeguckt wird oder auch dann negative Presse oder Meinungen bekommt. Da ist man schon im Blickfeld vieler Menschen und hat manchmal auch das Gefühl, dass man irgendwo Eigentum dieser Menschen ist, weil die erzählen dann, was du zu tun hast oder was du nicht zu tun hast und das kann einem dann schon irgendwo auf den Sack gehen. Der Transfermarkt hat sich seit Corona extrem verändert. Wenn man jetzt mal vom 1. FC Nürnberg absieht, der eigentlich seine Spieler so weit zusammen hat, ist es sehr, sehr ja, schwierig, neue Vereine zu bekommen. Viele, viele Spieler sind auf dem Markt. Bei dir ging das jetzt ganz schnell, freue mich natürlich auch. Spricht natürlich auch für deine Qualität und für dich als Menschen. Aber wäre jetzt mit Rostock vielleicht nicht so schnell neuer Verein gekommen, wäre es für dich auch eine Option gewesen, vielleicht ans Karriereende zu denken? Boah, mit dem Gedanken habe ich mich ehrlich gesagt nicht befasst. Ich war optimistisch, dass das ein oder andere Angebot kommt. So war es dann auch. Es gab ein, zwei, ja, oder zwei, drei interessierte Vereine, die ich mir auch vorstellen konnte. Und am Ende war Hansa Rostock, hatte ich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl.
Gespräche waren super mit dem Management, mit den Trainern und ich kenne den Verein auch. Es ist wieder in der Nähe von Hamburg, also da hat wirklich viel zusammengepasst. Deswegen bin ich froh, dass es dann so schnell geklappt hat. Natürlich denkt man auch mal darüber nach im Fußball dann, gerade jetzt nach so einer auch dann frustrierenden Zeit, ob man das noch weitermachen möchte. Aber am Ende habe ich das vorher noch, ja, möchte nochmal Gas geben, das nochmal genießen, in die Stadien zu spielen. Und ich glaube dann, wenn irgendwann das Karriereende einmal da ist, dann gibt es keinen Weg zurück. Deswegen sollte man das so lange auskosten, wie es geht. Jedes Jahr heißt es, die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Dieses Jahr, denke ich, trifft es zu. Nicht nur bezüglich der vielen Erstligisten, die sich mittlerweile in der zweiten Liga tummeln, sondern auch die Zweitligisten, die seit vielen, vielen Jahren oben mit dabei sind, wie Aue, wie Heidenheim, sorgen für Furore. Also diese Liga ist wirklich stark. Ihr spielt auch in der zweiten Liga und irgendwann geht es auch gegen den Club. Freust du dich auch schon drauf? Ja, ich freue mich extrem auf die ganze Liga. Du hast gesagt, ich glaube, dieses Jahr stimmt der Satz, dass es die stärkste zweite Liga ist mit den Vereinen, die da drin sind. Hamburg, Bremen, Schalke, Nürnberg, Hannover, das sind alles Riesennamen, die eigentlich in die Bundesliga gehören. Und da freue ich mich auf so manche Spiele, aber natürlich auch ganz besonders auf das Spiel gegen den Club. Ja, hier in Nürnberg und dann auch in Rostock gegen die Jungs. Wenn es gegen die Ex-Kollegen geht, dann ja, ist es immer ein besonderes Spiel. Sagt dir heute schon voraus, wenn du in Nürnberg aufläufst, das wird anders laufen, wie wenn viele ehemalige Spieler ins Stadion kommen, die dann 90 Minuten lang ausgepfiffen werden. Das kann ich mir bei dir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke, du wirst Standing Ovations im Stadion bekommen. Das hast du dir auch verdient. Und ich sage dir ganz ehrlich, mir blutet das Herz, dass du den Verein verlässt. Jedes Jahr immer wieder irgendwie ein Spieler dabei, mit dem man sich identifiziert. Du bist ein wirklich ganz, ganz toller Mensch, du hast uns sehr, sehr viel Freude hier in Nürnberg gemacht und danke für die tolle Zeit, die wir mit dir hier erleben durften. Und für dich wirklich nur das Allerbeste bei Hansa Rostock. Und wenn du möchtest, Hanno, vielleicht noch das letzte Wort hier im Studio Z an deine ehemaligen Fans. Ja, zuerst an dich, Pico. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Nur die Wahrheit. Freut mich. Danke, danke. Umso mehr. Nein, vielen Dank für die Worte. Ja, ich glaube, wir haben uns auch immer sehr gut verstanden. Du, ich versuche immer, ich selbst zu sein. Den Menschen hat es, glaube ich, den meisten ja, gefallen, wie ich hier ja, unterwegs war mit meiner Art. Und so werde ich weiterhin bleiben. Und ich wünsche natürlich dem Club jetzt für die Zukunft alles, alles Gute. Hoffe, dass sie möglichst schnell wieder aufsteigen. Der Club gehört in die Bundesliga und ja, hoffe, dass die Fans jetzt auch weiterhin ja, felsenfest in der Mannschaft stehen. Ich glaube, dass sie damit die Mannschaft sehr unterstützen und dann wird man früher oder später sicherlich wieder in Nürnberg Erstliga-Fußball sehen. Super, Hanno. Ab sofort drücke ich auch für Hansa die Daumen. Wegen mir steigt der Club dann zusammen mit Hansa nächstes Jahr auf. Wie gesagt, Das alles wäre Gute. optimal. Kommt gut herunter und lass wieder von dir hören. Vielen Dank. Servus Vielen Dank. wieder. Servus.